Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Burger, Burger, Burger. Heute die Folge 4 dieses diesjährigen Burger-Specials. Und was habe ich hier in meiner Hand? Ist es etwa, oh ja, es ist der fertige Burger, da ist er schon. Heute gibt es nämlich einen vegetarischen Süßkartoffel-Auberginen-Burger mit Caramba. So, Auberginen, Süßkartoffelburger oder Süßkartoffel-Auberginenburger. Das ist eigentlich egal. Wichtig ist, saulecker und zweitens vegetarisch. So, wie passend, dass das ein V war. Worauf will ich hinaus? Das hier sind die Zutaten, die wir jetzt gleich alle brauchen werden. Und es sind eine ganze Menge. Das sieht man schon. Ich fange mit den Zutaten an, die zum Patty dazugehören. Denn es ist ja keine Hackmasse, sondern eine vegetarische Masse. Dafür brauchen wir, jetzt muss ich mal kurz gucken, 800 Gramm, grob geschätzt, 800 Gramm von diesen Dingern hier. Nein, das sind keine hässlichen Kürbisse, sondern das sind Süßkartoffeln. Genau, die werden gleich geschält und dann werden sie mit dieser Reibe geraspelt oder mit dieser Raspel gerieben. So, und dann haben wir noch anderthalb Auberginen, die werden wir ganz fein würfeln. Und das Ganze werden wir dann mit zwei Eiern, hier haben wir zwei Eier, jawohl, ein bisschen Rosmarin, außerdem brauchen wir ein bisschen Mehl und ich gucke genau nach, es sind 150 Gramm, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem wie, ich nenne es mal, wie feucht dieses Geraspel hier sein wird, denn eine Süßkartoffel, auch wenn sie ziemlich trocken aussieht, hat ganz schön viel Feuchtigkeit und ist ziemlich knetschy, damit die Masse nachher nicht zu wässrig wird, müssen wir da ein bisschen, vielleicht ein bisschen Salz noch ein bisschen dran arbeiten. Außerdem brauchen wir ja, Salz und Pfeffer, das ist klar. Damit haben wir eigentlich schon alles, was wir für die Hackmasse brauchen. Patty-Masse. Auf den fertigen Burger kommt dann eine Zutat, die ich hier mal hinhalte. Nein, das ist keine Currysoße, das ist Schmark oder auch Tomant. Jetzt werdet ihr euch fragen, was? Hä? Ein Sprachfehler? Nein, das ist Tomatenmark mit Schmand. In einer ganz besonderen Konstellation, die ich euch jetzt hier nicht verrate, dafür müsst ihr auf die Webseite gehen, brotebrotebrote.de. Dort findet ihr das Rezept für die Patties, für die Buns, die ich gleich in die Kamera halte, und für Schmark oder Tomant. Da könnt ihr euch jetzt überlegen, was es ist. Das ist die Grundsoße, die auf den Burger nachher draufkommt, sowohl unten als auch oben auf den Bun. Dann kommt da drauf, ganz fantastisch, getrocknete Tomaten. Ja, und Rucola. Rucola kommt dann noch drauf, dann kommt der Patty da drauf, darauf kommen dann wiederum Zwiebeln und ein super leckerer, schaut ihn euch an, ein Pfefferkäse, Deckel drauf, fertig, guten Appetit. Und jetzt geht's los mit der Hackmasse. Bei den Burgerfolgen, was kommt, nachdem ich die Zutaten vorgestellt habe? Genau, die Patty-Mischung. Und hier habe ich sie vor mir. Ich schiebe es ein bisschen zur Seite, damit ihr auch glaubt, dass da, dort, seht ihr es? Süßkartoffel. Sieht aus wie Möhre, ist aber Süßkartoffel und schmeckt auch ganz anders. Es sieht wirklich aus wie Möhre, es ist abgefahren. So, das sind jetzt die beiden Süßkartoffeln. Wir haben jetzt nur eine Aubergine genommen, das wäre sonst insgesamt ein bisschen zu viel gewesen. Süßkartoffel unbedingt ein bisschen salzen und ein bisschen Wasser abdrücken, sonst werden die Dinger nachher zu matschig und selbst im Backofen kann man das Matschige dann nicht mehr aus dem Patty herauskriegen. Wir hoffen, dass es diesmal funktioniert hat, weil beim Testlauf waren die ein bisschen, nicht schlimm, aber ein bisschen feucht, nenne ich sie jetzt mal. So, Salz ist ja wie gesagt schon drin, wir haben jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Ah, da geht noch ein bisschen mehr. So, Süßkartoffel hat nicht ganz so viel Stärke wie eine normale Kartoffel, deswegen müssen wir ein bisschen beim Kleben gleich nachhelfen. Erstmal tun wir noch ein bisschen Rosmarin. Boah, ein bisschen Rosmarin dazu, so, das reicht auch schon. Einen Löffel brauche ich. Denn jetzt kommt noch Mehl. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Kann sein, dass ich noch was nachnehme, aber das lassen wir jetzt mal so da drin noch. Nee. Lieber nacheinander. Sonst gibt es eine Sauerei. Eins Ei. Zwei Ei.
Und jetzt geht der schönste Teil los. Jetzt darf ich rummatschen und sapschen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich nach dem Sapschen und Matschen... ach, ist das toll. Wenn ich nach dem Sapschen und Matschen euch wiedersehe zum Braten der Patty-Masse. Bis gleich. Doch, ich habe die Pfanne heiß, das heißt, ich muss mich jetzt beeilen mit dem Sabbeln. Letztes Jahr zum ersten Burger-Special gab es ja auch schon einen vegetarischen Burger, nämlich den vegetarischen Kichererbsen-Burger. Der ist auch ganz fantastisch und Leute, die das Ganze hier auf YouTube oder Dailymotion schauen, haben jetzt die einmalige Gelegenheit, hier oben einfach drauf zu klicken und schon seht ihr die andere vegetarische Folge. Leute, die das woanders gucken, Pech gehabt. Aber ihr könnt natürlich auch auf brotebrotebrote.de oder bei Dailymotion, ist hier gerade zufällig eingeblendet, dort könnt ihr das Ganze auch sehen. Da gibt es auch extra eine Playlist, nur mit den Burgern. Da könnt ihr vorbeischauen. Was diesen Burger von dem letzten vegetarischen Burger, den ich gemacht habe, maßgeblich unterscheidet, ist nicht etwa, dass das hier keine Kichererbsen sind, sondern Süßkartoffeln und Aubergine. Nein, die größte Änderung, kurzer Blick in die Pfanne, noch qualmt nichts, das ist gut, ist, dass wir diesmal keine gekauften Brötchen haben, sondern ein selbstgemachtes Brötchen. Das hier sind nicht etwa die... verkümmerten Sesamkörner eines ganz kleinen Sesamfeldes. Nein, das sind Chiasamen. Und dieses Brötchen ist mit Joghurt gemacht. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug angeteased. Wenn ihr genau wissen wollt, wie diese Brötchen entstanden sind, dann müsst ihr auf der Webseite vorbeischauen. Brotebrotebrote.de, da findet ihr das Rezept für diese wunderbaren Burger Buns. So, nochmal der Test. Jawohl, ist schön heiß. So, das Schöne an diesen Brötchen ist, wenn man die riecht, könnt ihr jetzt nicht, ist ein bisschen doof, die riechen leicht, ich habe sie als keksig bezeichnet. Das stimmt auch, aber sie schmecken überhaupt nicht nach Keks, ganz im Gegenteil, sie schmecken ganz fantastisch und deswegen passen sie so wunderbar zu dem, was wir hier heute veranstalten. Achtung! Ah, oh! Ein bisschen ist hängen geblieben, aber das ein bisschen Schwund ist immer, das kennt man aus anderen Lebenssituationen, das ist beim Burgerbraten nicht anders. So. Er ist jetzt auch nicht perfekt rund, ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, weil eigentlich habe ich ja eine runde Form benutzt. Ah ja, okay, ich sehe warum. Gut, es ist ein bisschen was auf der Strecke geblieben, aber das ist ja nicht schlimm. So, ich werde jetzt gleich die... Heizung wollte ich schon sagen, die Lüftung anmachen müssen, weil es hier gleich ganz furchtbar neblig wird. Aber ich verrate euch, diese Patties, die riechen ganz fantastisch und die schmecken noch fantastischer, als sie riechen. Zum Glück. Und deswegen muss ich mich gleich von euch verabschieden, werde mir hier in Ruhe einen zurechtbraten und wir sehen uns dann gleich wieder. Gleich wieder zu dem Bau des Burgers, der Hochzeit der Zutaten, dem finalen Move, wie auch immer ihr das nennen wollt. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, hier riecht es gar köstlich. Das liegt daran, dass schon ordentlich gebrutzelt wurde. Der Nebel hat sich schon ein bisschen gelichtet. Das ist hervorragend. Im Backofen warten sie schon auf mich und mein Hunger ist wirklich exorbitant groß. Deswegen muss ich jetzt mal schnell die Brötchen da rausholen. Hä? Hä? Heiß! Ach, geht eigentlich. Das heiß. Und das auch. Mann, ey. So, ha, die hole ich mir jetzt einfach so daraus. So, liebe Freunde, hier nochmal die Zutaten, die auf dem Burger draufkommen. Ihr seht es jetzt schon an dem Brötchen. Guckt euch das an. Das sieht nicht nur fantastisch aus, es riecht auch fantastisch. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade diese Chiasamen-Geschichte, denn man lässt das quellen. Wie gesagt, das richtige Rezept gibt es auf brotebrotebrote.de. Da müsst ihr schon ein bisschen vorbeischauen, sonst... verraten euch ja hier nicht alle Knips, ne? Das muss man ein bisschen quellen lassen und da darf man sich nicht erschrecken. Das sieht ein bisschen aus wie Kaulquappen-Laich. Also so dieses frisch abge... Das ist ein bisschen
Gewöhnungsbedürftig und man denkt, daraus wird ein leckeres Nahrungsmittel. Das wird aber wirklich ein leckeres Nahrungsmittel. Also ihr seht hier vor mir, das, was ein bisschen komisch aussah, weil man das hat quellen lassen, das ist hier vor mir und das sieht einfach fantastisch aus. Und es riecht auch noch fantastischer, als es aussieht. Also lasst euch nicht abschrecken, zwischendurch muss man einfach mal weggucken. Das Auge isst man ja bekanntlich mit und manchmal wird dem eben schlecht. So. Ja. Das ist lecker, falls ich es noch nicht gesagt habe. Schmark. Ich finde das Wort cool. Ich weiß gar nicht, wie ich es cooler finde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Schmark? Oder gefällt euch lieber... Jetzt kriegt ihr gerade nicht hin. Tomant. Ihr könnt entscheiden, was euch besser gefällt. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde beide Worte schön. Und immer wenn ich eins ausspreche, finde ich das andere genauso schön. Also, schreibt in die Kommentare... Was gefällt euch besser? Schmark oder Tomant? Tomant klingt ein bisschen geheimnisvoll, ne? Wie ein seltenes Gewürz aus dem fernen Orient oder so. Hm, hast du schon mal Tomant? Gemahlenen Tomant? Ah ja, das ist der Beste. Gemahlener Tomant, hm? So. Ich habe ja aber genug gesammelt. Hier ist noch ein bisschen wenig. Da muss man noch ein bisschen hier so. Hervorragend. Und hier noch ein bisschen. So, jetzt haben wir aber ordentlich, das ist unten, das ist oben, nicht, dass ihr euch von mir verwirren lasst. Lasst mich auch gerne selber von mir verwirren. So, dann kommt jetzt, was nehme ich zuerst? Nehme ich zuerst Tomate oder Rucola? Rucola. So, das ist aber unten, also muss ich ja hier anfangen. Schön die großen Blätter. Oh, ich habe einen Hunger, das ist das Schlimme beim Burgerbraten. Man muss auch zugeben, so ein vegetarischer Burger ist deutlich mehr Aufwand als ein nicht-vegetarischer Burger, denn die Aubergine klein zu würfeln, das ist schon, da lesen in anderer Zeit, lesen andere ein Buch. Das ist also nicht zeitlich ohne, während man einfach, es ist so, als würde man zu Hause noch die Kuh eben durch einen Fleischwolf drücken, weil man ja das Hack noch selber machen muss. Es ist natürlich ein bisschen, aber man weiß wenigstens, was drin ist. So, jetzt kommt getrocknete, eingelegte und wunderbar saftige und von mir extra abgetupfte, damit sie nicht mehr ganz so ölig ist, eine Tomate. Moment, hier noch. Du noch? Du. Du. Sehr gut. So, und jetzt ist es Zeit, sich kurz die Hände abzuputzen. Denn jetzt kommen die Patties. Und Freunde, was sehen die geil aus? Hm? Schaut ihn euch an. Ist er nicht ein wunderhübscher? Und auch du. Und die passen wirklich von der Größe her perfekt auf dieses ganz elefantös geile Brötchen. So, jetzt kommt direkt Käse drauf, damit der Käse richtig schön anläuft. Hallo. Pfefferkäse. Oh, da ist aber ein Stück Rinde mit drauf. Das war natürlich nicht sein. So. Und da kommen noch schon die Zwiebeln. Hallo. Und sie freuen sich auch schon wahnsinnig darauf, hier jetzt mit dem Käse zusammen eine Symbiose einzugehen. Schaut sie euch an. So, jetzt kommt die Hochzeit des Burgers und des Tages. Ah. Oh und ah, liebe Freunde, schaut ihn euch an. Es ist ein Traum. Und der riecht auch traumhaft. Schaut ihn euch an. Wunderbar. Vegetarisch, möchte ich an der Stelle hinzufügen. Nicht vegan, denn es sind ein, zwei Eier in der Masse, in der Hackmasse, in der Patty-Masse verschwunden. Aber ansonsten absolut einwandfrei. Und auch, wie ich behaupte, sehr gesund. Denn so viel Gemüse auf einem Burger, das findet man relativ selten. Zumal der Patty komplett aus Gemüse ist. Der riecht einfach wunderbar mit diesem Pfefferkäse dazu, der jetzt ganz langsam hier anfängt auf den Patty zu zerlaufen. Ah, ist das ein Traum.
Das Rezept für den Patty, das findet ihr, wie gesagt, auf unserer Webseite brotebrotebrote.de und natürlich auch das Rezept für diese bonfonzenösen Buns. Und das Rezept für Schmark oder Tomant findet ihr ebenfalls auf dieser Webseite. Stimmt ab, ob euch lieber Tomant oder Schmark gefällt. Und wie euch dieser Burger gefallen hat, könnt ihr auch gerne da lassen. Nächste Woche gibt es dann ein fulminantes Finale. Das ist, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich kann aber nicht verraten, was es wird. Aber es ist ein fulminantes Finale dieses zweiten Burger Specials. Und ich verrate euch jetzt schon mal, es wird nicht das letzte Burger Special gewesen sein. Dafür esse ich selber viel zu gerne diese Dinger. Macht's gut, bis nächste Woche. Guten Appetit.